Hallo und herzlich willkommen zum Tageslicht für Sonntag, den 18. Dezember, 4. Advent. Ja, ich wünsche euch eine gesegnete Zeit für den Advent und den Start in die letzte Adventswoche. Ja, Ruhe, Besinnung, ja, vielleicht nochmal, ja, guten Griff mit den Geschenken, gute Vorbereitung dann auch, ne? Aber heute, ja, einfach so ein bisschen chillen vielleicht. Schauen wir mal, was bringt denn die Energie so mit sich, ne? Gehaltserhöhung oder Beförderung. Ja, Glückwunsch. Eine größere Fülle wartet auf dich. Sie ist das Resultat deines positiven Fokus und der Bereitschaft, deine göttliche Führung in die Tat umzusetzen. Mach weiter so. Ja. Gehaltserhöhung oder Beförderung. Na, wie gesagt, ja, mit diesen mit Geldthemen, mit Finanzthemen ist einfach auch immer wieder so ein Stück weit ja, persönlicher Selbstwert, Selbstwertempfinden angesprochen, auch angesprochen, ne? Also gerade ja, ist ein wichtiger Hinweis auf den Umgang mit uns selbst, ne? Wenn, was weiß ich, wir auch in finanzieller Fülle oder eben nicht so Fülle sind. Aber hier scheint eine größere Fülle eben auf dich zu warten. Kündigt sich heute an, kommt heute, in den nächsten Tagen, ja, gibt es hier eben auch dann dadurch, würde ich sagen, eine Stärkung des Selbstwertes, ja, des Wohlergehens, ne, Wohlstandes, ne, inneren wie äußeren vielleicht, ne? Ja, vielleicht, ne, ja, bricht dann für dich jetzt Urlaubszeit an, das kann auch sein. Vielleicht ist es tatsächlich eine Gehaltserhöhung, Beförderung, Weihnachtsgeld, wie auch immer. Ja, aber ja, indem du an dem dran geblieben bist, was für dich entsprechend, was für dich wichtig ist, ja, dass du, auch wenn du nicht gleich, was weiß ich, den richtigen Weg eingeschlagen bist und nicht gleich die Chance gesehen hast, die sich so bieten, ja, aber du bist dran geblieben, ne? Du hast dich fokussiert, du hast dein Ziel nicht aus den Augen verloren, ja, König der Schwerter, ne? Darauf läuft es ja zu, eben diese Woche. Ja, und hast eine zweite Chance vielleicht für etwas auch wundervoll genutzt, ne? Ja. Jedenfalls bist du gut mit der göttlichen Führung einfach auch gegangen, ja? Hast da ins Vertrauen gefunden, hast diese Quelle für Kraft und Entwicklung einfach auch gut genutzt, nutzen können. Ja, und das zeigt sich jetzt einfach, ne? Es zeigt sich jetzt einfach darin eben, dass du zum Beispiel ruhig und entspannt bist und Anerkennung hast oder ne, ja, vielleicht eben auch bestimmte Auszahlungen oder ne, Urlaub, wie auch immer. Ja, das, ja, dass andere wertschätzend auf dich zukommen, ne, dass sich ein bestimmtes Gegenüber einstellt, ne? Also nur, also wenn sich heute kein entsprechendes Gegenüber gerade auch in der Liebe einstellt, bitte jetzt nicht irgendwie sauer sein und traurig, ne? Es ist so ein Stück weit auch weitblickend, ne? Na, aber indem du an dir selber einfach auch gut gearbeitet hast, für dich selber gut gesorgt hast, ne, ja, kann sich hier auch im Miteinander dann etwas sehr Stärkendes und perspektivisch weitreichendes, Stabiles entwickeln. Was haben wir denn hier? Vierter Kelche. Ja, ne? Die emotionale Stabilität, ne, möchte sich hier einstellen. Die Liebe will sich zeigen, ja. Sie wartet auf dich. Sie wartet einfach auch gesehen zu werden. Ja. Nicht nur die Liebe, ne, auch vielleicht die Genesung. Auch ja, also wirklich Selbstliebe. Ne, in vierter Kelchen, da ist ein Kelch sehr wichtig und wesentlich, ne, der dich auf dich selber hinweist. Ne. Ja, eben, indem du auf dich selber gut achtest, ne?
selber einfach auch den Kelch immer wieder auffüllst, ne? An Kräften, an Energie, an Achtung für dich selbst, ja. Ja, kann sich diese emotionale Stabilität einstellen, ne? Du siehst es vielleicht noch nicht, ne? Schau einfach hin. Ja, vielleicht ist es dann in der Liebe zum Beispiel auch in Form eines bestimmten Menschen, ne? Der sich dir nähert, ankündigt, ja. Das hat man dieser Tage, glaube ich, schon mal, ne? Ja, vielleicht hast du da jemanden auch noch nicht so recht gesehen, ne? Das Angebot eines Menschen. Ja, vielleicht ist es auch deines Kindes, deiner Familie, von Freunden. Ja, auch der göttlichen geistigen Welt, ne, was sie dir hier einfach gerade für eine Chance einfach auch reicht, ne? Wodurch auch immer, ne? Entweder wirklich durch eigene Harmonie und Frieden, die ja dann auch wieder ja, eben ein gutes Polster sind, ein guter Background für neue Weiterentwicklungen, ja, auch für aufeinander zugehen, in der Liebe auch, ne? Ja, aber auch vielleicht im Beruflichen. Ja, schau einfach hin. Ne? Ja, und ne, er lehnt hier eigentlich an einem starken, festen Baum. Ne? Also er hat eigentlich den Rücken gestärkt. Ne? Und sitzt trotzdem traurig, enttäuscht, schmollend da. Ja. Blickt auf diese drei Kelche, die ferne stehen. Ne? Ja, drei Kelche sind schon auch Erntedank. Hinweis auf Erntedank, ne? Auf Dankbarkeit für etwas, was sich entwickelt hat, was geworden ist. Ja, auf Ernte. Ne? Aber ne, ist es jetzt hier vielleicht einfach auch die Enttäuschung, dass es nur drei sind? Warum? Ja. Du weißt doch gar nicht, was noch kommt. Ne? Und hier kündigt sich schon etwas an, womit du vielleicht eben auch noch gar nicht rechnest, was du noch gar nicht siehst. Ne? Ja. Auf dem Kopf. Die Stabilität. Das häusliche Miteinander. Hier haben wir auch eine Viererkarte. Das Haus. Ja. König der Kelche haben wir hier abgebildet. Ja, ein Herzensmenschen. Welchen Herzensmenschen siehst du da noch nicht? Beachtest du noch nicht? Vielleicht bist du es auch selber, ne? Dass du ja, dass du jemanden auch deine Liebe, deine Zuwendung, deine Aufmerksamkeit, deine Hingabe, ne, anträgst und es wird noch gar nicht recht gesehen und gewürdigt, ne? Es verleiht dann dir selber auch noch gar keine emotionale Stabilität, ja. Sei geduldig, ne? Und es besteht halt einfach die Freiheit, auch einen Kelch abzulehnen, ne? Auch du hast die Freiheit, ne, einen Kelch abzulehnen, der dir gereicht wird. Ja, aber bevor du das tust, schau ihn dir erst einmal an. Ne. Hier ist Wasser drin. Ne. Vielleicht ist da Wein drin. Oder ne, Saft. Was auch immer, ja, schau es dir erst einmal an. Es lässt sich nicht hineinblicken. Ja. Tu etwas auch für deine eigene häusliche Stabilität, ne?
Der König der Kelche ist eben auch einer, der noch für sich selber auch Initiative ergreift, etwas für seine Selbstliebe tut, und weil er einfach auch weiß, ne, dementsprechend kann er einfach auch abgeben und tut das auch, ne, trägt etwas zur häuslichen Stabilität bei, ja, wenn es auf den Kopf liegt, ja, vielleicht ist es einfach auch dringend notwendig, ne? Zum Beispiel. Vielleicht kommt es dir auch entgegen, ne? Die Liebe. Eine große Fülle an Liebe, an Heilung auch, ne, körperlicher Stabilität. Mit dem Haus ist auch die körperliche Stabilität verbunden. Schau auch, ne, welche ja, emotionale Stabilität einfach auch im häuslichen Umfeld. Also, ne, auch hin zu Freunden, nicht nur Familie, sondern auch zu Freunden, zu Seelenfamilie. Ja, vielleicht auch zu Kollegium, wie auch immer, vorhanden ist, ne? An heilender Kraft, an stabilisierender Kraft. Ja, wisse das einfach auch zu schätzen, ne? Ich wünsche eine gute Zeit jedenfalls damit, ne? Eine gute, wertschätzende Zeit, und ja, sieh einfach auch, wie du da beschenkt bist, ne? Auch mit Gelingen beschenkt bist. Ne? Ja, alles Liebe. Und bis ganz bald, deine Tara von Tarot Rainbow.